So, liebe Freunde und Freundinnen, der Wahrheit, der Freiheit, der Demokratie, des Friedens. Ich grüße aus Bautzen am 18. Dezember des Jahres 2023. Heute sieht es noch besser aus wie vor einer Woche hier mit dem Vorwärtskommen. Am Montag der 4. Adventswoche geht auf Weihnachten zu. Im Hintergrund hören wir Ehre, wem Ehre gebührt von Stefan Krähe. Ja, Ehre gebührt, der Mahnwache Bautzen, die heute ihre 150. Mahnwache begeht für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität. Das ist schon, wie gesagt, ich wiederhole in Folge, ein denkbar großes Jubiläum und gebührt Anerkennung. Es gibt nach wie vor genug Grund, friedlich Gesicht zu zeigen auf der Straße. Heute haben es schon in verschiedenen Städten Deutschlands auch die Landwirte getan. Nicht, dass die komische Ampelregierung da noch riskiert, dass das Essen oder woanders komplett her importiert werden muss, weil hier die Bauern abgewürgt werden, aufgrund ihnen gewisser auferlegter Kosten, die fast nicht mehr zu stemmen sind, und anderer Quengeleien. 150. Mahnwache heute in Bautzen. Mit Montagsspaziergang, ich melde mich dann noch einmal vom Postplatz, bevor es dann wieder ab kommenden Montag, auch am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Kornmarkt, auf der sogenannten Platte, weitergeht. 18.05 Uhr auf dem Postplatz in Bautzen. Eine Abordnung, eine Delegation aus Torgau ist heute hier. Friedensliebende Menschen aus Torgau, wo immer der LBD stattfindet jedes Jahr, haben hier kulinarisch was mitgebracht und aufgebaut. Aber ich kann sagen, es ist in den Gefäßen Kinderpunsch. Kein Alkohol, kein Glühwein. Also ganz versammlungskonform. Nicht, dass da mal hinterher jemand auf die Idee kommen könnte, dass da entgegen den Versammlungsbescheiden schon bereits vor Eröffnung der Versammlung Alkohol getrunken würde. Der Busplatz ganz gut gefüllt. Frieden schaffen ohne Waffen, jawohl. Menschen weigert euch, Feinde zu sein, jawohl, das ist richtig und wichtig. So, da warten wir mal auf die Eröffnung der Versammlung. Schönen guten Abend an alle, die hier so zahlreich erschienen sind. Jetzt fehlt mir die Brille. Gleich 18.10 Uhr mittlerweile heute. Ich will ja bei den Versammlungsauflagen nichts Falsches sagen. Bisschen Verzögerung. Ist ja wichtig. Also, wie immer als allererstes die Versammlungsauflagen. Es dürfen keine Tiere mitgeführt werden, ausgenommen von diesem Verbot sind anerkannte Behinderten- und Demo-Begleithunde. Müssen allerdings ein staatliches Zeugnis haben. Während der Versammlung ist zu beachten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Heute stand
erstaunlicherweise in den Versammlungsauflagen drin. Hölzer, Teleskopstangen und andere Fahnen bzw. Transparentträger mit maximal 3x3 cm Kantenlänge bzw. 3 cm Durchmesser und einer maximalen Länge von 1,50 m sind erlaubt. Das ist wahrscheinlich wegen der Oberleitung, die wir hier in Bautzen haben, dass da keiner verletzt wird. Während der Versammlung ist zu beachten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Der Aufzug ist geschlossen und ohne Lücken zu halten. Der Aufzug bewegt sich auf der rechten Straßenseite. Die Ordner gehen möglichst auf der linken Seite der Spaziergänger, damit darauf Einfluss genommen werden kann, dass mit dem Gegenverkehr nichts passiert. Sollten Gegenstände oder Unterlagen an öffentlichen Gebäuden abgelegt werden, sind diese noch während der Versammlung wieder zu entfernen. Das Abstellen von Wachskerzen ist untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen oder Gegenständen, die zum Werfen, Schlagen, Stechen oder Ähnlichem verwendet werden können, ist verboten. Während der Versammlung ist es nicht gestattet, Alkohol zu konsumieren. Und die Zufahrten für Polizei, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge sind jederzeit zu gewährleisten. Ja, ich freue mich, dass so viele Menschen hier hergekommen sind und kann damit die 150. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität eröffnen. Ja, wir waren schon ein bisschen traurig und haben uns hier so im engsten Organisationsteam angeguckt, weil es uns nicht gelungen ist, irgendeinen Special Guest, also einen Spezialgast oder einen Musiker oder ähnliches zu gewinnen. Ja, das ist vor Weihnachten mit Sicherheit schwer, weil die Leute ja auch alle Geld verdienen müssen. Es ist Weihnachtsmarktzeit und so weiter. Und ja, da haben wir uns schon ein bisschen ratlos angeschaut. Und dann kommt man heute hier auf den Platz und wird überrascht von ganz vielen lieben Menschen, die schon die ganze Zeit seit 2020 an unserer Seite gehen. Ja, ich möchte da ganz herzlich begrüßen die Freunde und Mitstreiter aus Mitteldeutschland, bewegt sich, oder steht auf und bewegt sich, beziehungsweise aus der Sachsenvernetzung. Ja, Plauen ist hier da, Leipzig, beziehungsweise Saalkreis, Leipziger Umland ist hier da, Kamenz ist da. Selbst aus Berlin haben sich Gäste hier zu uns auf den Weg gemacht. Obwohl die heute eigentlich ein eigenes großes Event haben. Dann unsere Freunde von dem Friedensfest aus Torgau sind hier da. Und das ist so ein tolles Gefühl, die Menschen alle nochmal auf einem, ja, hier auf dem Platz zu sehen. Und das freut mich unheimlich. Also ich bin ja, mir fehlen die Worte. Und habt herzlichen Dank für diese gelungene Riesenüberraschung. Ja, die Freunde haben aber organisiert, dass hier heute ein Imbiss da ist und dass es auch Heißgetränke gibt. Also da einen herzlichen Dank an diejenigen, die das organisiert haben, denen ist es tatsächlich gelungen, das so zu machen, dass wir es nicht mitbekommen haben. Also, herzlichen Dank. Ja, ich will noch was ergänzen zu dem, was du sagtest mit den Spezialgästen. Ich habe jetzt mal gehört von woanders, dass es gelungen sei, gute Redner zu gewinnen für die nächste Veranstaltung. Aber darum geht es doch eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, ob wir gute oder schlechte Redner haben. Es geht darum, dass wir da sind, dass ihr alle da seid. Und es geht darum, dass wir Gesicht zeigen, dass wir zusammenstehen, dass wir eins sind. Und
wie sagt man beim Fußball immer schön, der Star ist die Mannschaft. Und in dem Fall würde ich sagen, der Star seid ihr alle, alle Menschen mit Herz, die immer jeden Montag auf die Straße gehen. Ja, und da habe ich jetzt gleich noch den Impuls gehabt. Es ist ja momentan so, dass aufgrund der, des Wegfalls des Agrardiesels und der zusätzlichen Besteuerung der Landmaschinen die Bauern gerade ganz kräftig auf die Straße gehen. Und ja, es ist immer so zu merken, dass es so immer Ereignisse braucht, dass die Menschen kommen. Und dann kommen meistens auch diejenigen, die praktisch gerade betroffen sind, ganz besonders stark. Und ich möchte hier dazu aufrufen, dass wir es endlich schaffen, die Schultern zusammenzuschließen und dass wir, egal was hier gerade die Regierung, was die Ampel mit uns vorhat, dass wir immer zusammenstehen und auch für die Sorgen und Nöte dessen, der neben uns steht, mit einstehen. Und das wäre mein großer Wunsch, dass Mediziner, Bauern, dass die Handwerker auch sich zu uns wieder gesellen und so weiter, weil wir wissen, ab Januar wird es eigentlich für alle ein extrem hartes Jahr aufgrund der Entscheidungen, die die Ampelregierung in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren getroffen hat. Vielen Dank. Ja, dann bitte ich den Philipp nach vorn, der uns mit einer kleinen, mit ein paar Worten noch einstimmen will. Und dann überlassen wir das hier mal dem Lauf. Schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass heute so viele da sind. Der Anlass ist ja auch ein schöner, ein nachdenklich stimmender Anlass. 150 Mahnwachen braucht es. Und ein Ende ist also bekanntlich noch nicht in Sicht. Also wir haben natürlich bei der Zahl noch sozusagen das Limit nach oben offen. Aber wie so oft im Leben kommt es mal vor, dass man einen Moment hat, in dem man reflektiert, was man eigentlich macht, ob das eigentlich der richtige Weg ist. Und wenn man dann zu dem Schluss gekommen ist, man hat den richtigen Weg eingeschlagen, dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man sich fragt, was soll ich jetzt eigentlich tun? Ich habe erkannt, was alles schief läuft. Ich informiere mich gut. Ich werde gut informiert. Ich bin in einem Umfeld mit Leuten, denen ich vertrauen kann und die mir vertrauen. Aber was können wir denn jetzt tun, alleine oder auch mit anderen Leuten, um etwas nach vorne zu bekommen? Nun, der Spruch hat sicherlich die Gültigkeit, jede Veränderung fängt bei sich selbst an und fängt auch im Kleinen an. Und es gibt auch in dem Neuen Testament eine gute Stelle, wo man das noch einmal richtig spüren kann. Das ist im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Und da sagt der Paulus Folgendes: Schwestern und Brüder, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid vor der Ankunft unseres Herrn. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Ja, liebe Freunde, hier haben wir einige Anhaltspunkte bekommen, was wir denn tun können und wie wir uns am besten verhalten, damit die Veränderung aus uns herauskommen kann. Paulus sagt hier zum einen, löscht den Geist nicht aus. Ja, liebe Freunde, das können wir nur wirklich von uns behaupten. Wer 150 Mahnwachen am Stück durchhält, der hat den Geist nicht ausgelöscht. Sondern dieser Geist, der strahlt weiter, der strahlt im Sommer, genauso wie im Winter, in der Weihnachtszeit, genauso wie im ganzen anderen Jahr. Und diesen Geist, den dürfen wir auch nicht auslöschen. Oder wir dürfen es nicht zulassen, dass andere den vielleicht auslöschen wollen.
sondern wir müssen diesen Geist immer wieder in uns bewahren. Zum Zweiten sagt Paulus, verachtet prophetisches Reden nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz, denn wir wussten ja alle schon und haben es miterlebt in der Corona-Zeit, wie viele sogenannte Verschwörungstheorien noch wenige Tage oder Wochen später in bittere Wahrheiten sich verkehrten. Das prophetische Reden, was heute auch immer noch in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt wird und eben mit solchen Worten wie Verschwörungstheorie begeistert wird, dieses prophetische Reden, das ist sehr, sehr wichtig, denn es zeigt, dass wir wach sind, dass wir die Situation erkennen und dass wir vor allen Dingen die Dinge durchschauen, die man uns vorspielt. Also verachtet auch ihr das prophetische Reden der anderen nicht. Der dritte Satz, den Paulus sagt, der ist auch sehr wichtig. Das ist vielleicht sogar der wichtigste. Er sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Ja, wie oft hat man denn schon versucht, in die Leute, die auf die Straße gehen, Keile hineinzutreiben und zu spalten und zu sagen, wenn du mit dem und dem und dem auf die Straße gehst, das darfst du nicht, dann kann ich mit dir nicht mehr reden. Nein, man muss alles prüfen. Man muss jeden zu Wort kommen lassen, man muss jede Meinung anhören und dann kann man sie prüfen und das Gute für sich behalten. Das ist ganz wichtig und auch das haben wir hier in Bautzen, das kann ich mit Fug und Recht sagen, immer wieder aufs Neue getan. Das Gute behalten. Denn das, was wir heute hier auf der Platte sehen können, das ist definitiv das Gute. Und der vierte Satz heißt, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ja, der Satz ist richtig, aber der Satz ist schwer einzuhalten. Denn das Böse in jeder Gestalt heißt ja auch das Böse, das man erkennt, aber auch das Böse, was man nicht erkennt oder nicht gleich erkennt oder vielleicht auch nicht rechtzeitig erkennt. Da hat man oftmals schon Erlebnisse gehabt, wo man im Nachhinein dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich was Falsches getan. Jetzt habe ich etwas getan, was ich besser unterlassen hätte. Das Böse zu meiden ist ein Gebot, was wichtig ist, aber wenn wir es auch einmal nicht schaffen, es zu tun, dann müssen wir es doch im Nachhinein irgendwie wieder korrigieren. Deshalb ist es wichtig, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, damit man das Böse auch erkennen kann und es meiden kann. Ja nun, jetzt habe ich euch so viele Verhaltensmaßregeln an den Tag mitgegeben, aber in Wahrheit ist es doch so, dass jeder von euch auch genau weiß, warum er hier steht und was er selbst erreichen will. Und die Tatsache, dass es bei so vielen Leuten offensichtlich das Gleiche oder fast genau gesagt das Gleiche ist, die sollte uns Zuversicht geben, dass wir eines Tages am Ende doch gewinnen werden. Und unser Gewinn ist nicht nur unser Gewinn allein, sondern unser Gewinn, davon bin ich überzeugt, ist ein Gewinn für das ganze Volk und für die ganze menschliche Gemeinschaft. Herzlichen Dank.